Heute ist ein besonderer Tag. Heute feiern wir Geburtstag von Andreas. Der ist heute 2 Jahre alt geworden. Ja, technisch gesehen wird er erst um 14.53 Uhr 2 Jahre alt. Das ist nämlich die Zeit, wann er zur Welt gekommen ist. Ach, und das war echt eine tolle Geschichte. Wartet mal, ich zeige euch was. Auf jeden Fall haben wir eine krasse Geschichte, was die Uhrzeit seiner Geburt angeht. Ich habe das noch nicht geteilt, aber oh mein Gott. Also, dass solche Sachen geschehen nicht oft. Das geschieht nicht oft. Und ich glaube, es hat echt, also man bekommt immer so bestimmte Zeichen und Hinweise von dem Universum. Da bin ich mir schon davon überzeugt. Und wenn du diese Zeichen erkennen kannst, ja, dann... ja, ich glaube, ich erzähle euch die Geschichte, wie er zur Welt gekommen ist. Also hier könnt ihr sehen, ja, dass ihr am 18. Dezember 2018 um 14.53 Uhr zur Welt gekommen ist. Mein Entbindungstermin war eigentlich der 17. Und das war auch der Termin, wo ich zu meiner Frauenärztin gehen musste. Ja, ich bin morgens hingegangen und sie hat mich untersucht und hat gemeint, ja, der Mutterhals ist bereits verkürzt. Aber wir haben auch natürlich das CTG geschrieben, wie man das so zum Schluss macht. Ne? Und ich hatte keine Wehen, das war alles in Ordnung, Herzton war in Ordnung. Und das war ja kurz vor Weihnachten, ja, 17. Dezember, habe ich auch gedacht, ja, das wäre ja irgendwie blöd, wenn man kurz vor Weihnachten noch ins Krankenhaus muss oder am Weihnachten. Ne? Und dann hat sie mich gefragt, ja, möchtest du, dass ich dir was mache? Also es gibt irgendwie so einen Trick, also die war ja früher selber Hebamme und sie kennt irgendeinen Trick, was, ja, dass sie die Wehen irgendwie beschleunigen kann, beziehungsweise überhaupt hervorrufen kann, indem sie diesen Trick macht. Und für mich war das so, mache ich das oder nicht? Ich bin eigentlich diejenige, die sich nicht einmischen mag oder irgendwie, wenn man so, es soll ja ein natürlicher Prozess sein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, schaden wird es wahrscheinlich nicht. Sie kann das irgendwie machen und mal schauen. Sie war total überzeugt, wenn sie das macht, bekomme ich spätestens morgen am nächsten Tag Wehen und das Kind wird da sein. Auf jeden Fall vor Weihnachten, ne? Habe ich gedacht, okay, dann mach das so, weil, wie gesagt, ich wollte nicht am Weihnachten irgendwie im Krankenhaus sein. Ja, das hat sie dann gemacht, also irgendwas mit dem Finger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das doch unangenehm und dann kam ich nach Hause und ich fand das irgendwie immer noch ein bisschen unangenehm. Das hat ein bisschen geschmerzt, ja. Habe ich auch gedacht, boah, wozu habe ich das mehr machen lassen? Das ist irgendwie, keine Ahnung, das fand ich dann, war so ein Unwohlsein, ja, ein bisschen Schmerzen. Ja, und dann ist es weggegangen, der Abend war okay und morgen, am nächsten Tag, ganz früh am Morgen, habe ich bereits so ein bisschen Ziehen wiederum im Bauch gehabt und ich habe gedacht, vielleicht war das von dieser Behandlung von gestern, ja, und aber irgendwo im Inneren habe ich trotzdem gedacht, nee, es kann sein, dass es heute der Tag ist. Und ja, so gegen 10 Uhr morgens oder ich glaube, das war 10 oder halb 11 ungefähr, habe ich doch noch schlimmere Schmerzen im Unterleib. Das sind so Schmerzen wie Regelschmerzen. Und wenn du das bekommst, wenn du kurz vor deiner Entbindung stehst und diese Regelschmerzen spürst, dann weißt du Bescheid. Das ist eigentlich so ein Vorwehenzustand. Ja? Also hatte ich immer bei der ersten Geburt und jetzt bei der zweiten Geburt, dass man diese Bauchschmerzen hat, die wie Regelschmerzen sind. Dann habe ich gedacht, ich lege mich kurz hin, vielleicht wird es sich beruhigen. Ich habe auch schlecht geschlafen, habe gedacht, ja, jetzt muss ich ein bisschen schlafen, weil falls es tatsächlich der Tag ist für die Geburt, brauche ich eigentlich Kräfte. Ich muss mich hinlegen und ich muss ein bisschen schlafen. Naja, also das war ja nicht so richtig möglich. Ja? Wenn du Schmerzen hast, kannst du ja nicht so richtig schlafen. Aber es hat sich ein bisschen beruhigt, es ist ein bisschen weggegangen und ich habe auch meinem Mann geschrieben, du, es ist jetzt weggegangen, ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. Als ich dann wieder wach war oder ich habe einfach gedöst ein bisschen und dann bin ich aufgestanden, dann sind die Schmerzen wieder zurückgekommen, ja, und dann wird es ein bisschen intensiver und da war mir bereits klar, nee, das ist heute wirklich der Tag, ja, heute bekommen wir unser Baby oder beziehungsweise die Wehen gehen jetzt los. Habe ich auch dann Niklas geschrieben, du, ich glaube, es ist doch der Tag,
Aber du brauchst dich nicht zu beeilen, es ist jetzt gerade angefangen, weil ich wusste, aus der ersten Geburt, ja, das hat ja ewig gedauert. Ich habe abends die Wehen bekommen und es hat die ganze Nacht gedauert. Und am nächsten Tag morgen sind wir erst ins Krankenhaus und dann hieß es nur 2 cm. Also es war wirklich sehr, sehr lange Phase, bis es zur Geburt kam. Und für mich war das auch, also es wär, mir war es natürlich klar, ja, beim zweiten Kind bekommst du das Baby schneller, es geht alles etwas schneller, weil dein Körper erinnert sich bereits an diese Erfahrung und es geht einfach alles schneller. Und aber ich habe gedacht, ja, ein paar Stunden haben wir trotzdem, bis es soweit ist, kann er noch ein bisschen arbeiten und kann vielleicht erst später kommen oder mittags. Und dann hat er gesagt, okay, ich arbeite dann bis 12 und dann komme ich nach Hause. Ich will trotzdem nach Hause kommen. Aus meiner Seite war es, nö, du kannst ja noch heute den ganzen Tag arbeiten. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Aber der wollte trotzdem nach Hause kommen und aus dem guten Grund. Weil dieses Mal, also in diesem Tag, das ging so schnell. Es ging innerhalb von einer Stunde, das war ja kurz, quasi kurz vor 12, wo ich mit Nick gesprochen habe. Und innerhalb von einer Stunde hatte ich solche intensiven Wehen bekommen. Ich hing da, also der ist nach Hause gekommen, das war glaube ich 12:30. Und ich hing da so auf diesem PC-Ball, ja. Wir hatten einen riesen PC-Ball. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe mich so einfach hingehängt. Das war die beste Position für mich. In dieser Position ein bisschen hin und her schaukeln und die Wehen durchatmen. Und das war sehr, sehr intensiv. Also es ging einfach super schnell. Der ist gekommen, guckt mich so an und sagt, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Du siehst nicht gut aus, ne? Wir sind dann ins Auto und ich konnte einfach nicht mehr reden. Ich konnte einfach nicht mehr, das war so intensiv. Die Wehen waren richtig intensiv. Ich habe das nicht mehr gezählt. Also beim ersten Mal haben wir noch mit dem Handy gezählt, wie viele Minuten haben diese Wehen, was für ein Abstand. Das war einfach nicht möglich. Das ging so intensiv. Ich konnte nicht zählen oder ins Handy gucken. Der war am Fahren. Ich habe versucht, immer die Wehen durchzuatmen. Ja, das war auf jeden Fall dieses Mal, beim zweiten Mal bewusster. Ich habe versucht, die Wehen bewusster durchzuatmen. Und am Ende bin ich zu einer Methode gekommen, wo ich einfach angefangen habe zu singen. Aus dem ersten Vorbereitungskurs habe ich in Erinnerung, dass wenn man sich ein bisschen entspannen kann und wenn man vor allem den Kiefer entspannen kann, entspannt sich auch der Becken automatisch und dann geht es einfacher und schneller. Und auf jeden Fall war diese Position, wo ich quasi so, ich war echt am Singen, das hat wahrscheinlich meinen Kiefer entspannt, ich weiß es nicht, es war einfacher. Und dann sitze ich da im Auto, ich singe die ganze Zeit, ja, mein Mann ist so, der war total schockiert, der guckte so, oh Gott, was ist jetzt los? Auf jeden Fall konnte ich nicht reden. Ich habe einfach so... Und es ging... Also es war auf jeden Fall sehr intensiv. Ich glaube, das war nicht mal eine Minute zwischen den Wehen. Also es war richtig intensiv. So, wir kommen zum Krankenhaus. Wir stehen vor dem Krankenhaus. Ein kleines Parkhaus. Besetzt. Die ganzen Parkplätze außenrum. Besetzt. Vorne beim Krankenhaus kann man vorne reinfahren, ja. Passagiere oder Patienten aussteigen lassen und dann weiterfahren. Alles besetzt. Da standen überall Autos, überall waren Autos und ich im Auto, ich konnte, alles ist besetzt. Das war so nah gefühlt, ich habe gedacht, ich gebe jetzt Geburt hier in diesem Auto. Ich zoome die ganze Zeit, singe eigentlich, ne? Und dann klopft eine Frau an Fensterscheibe und ist, oh Gott, ich bin so voll am Singen. Aber mir war es dann egal, ja, das in dem Moment ist ja alles egal. Die klopft so an die Scheibe und sagt mir, oder meinem Mann, ja, ich habe ja Parkticket. Ich habe ein Parkticket, ich fahre jetzt aber weg. Sie können mein Parkticket noch nehmen, da sind jetzt noch eine Stunde Zeit. Und wir so, oh Gott, Gott sei Dank, eine Stunde Zeit, das wird uns retten. Dann wird das Auto erstmal geparkt, dann muss ich erstmal komme ich ins Kreisel und dann kann er irgendwie später umparken. Auf jeden Fall war das die Rettung. Sie hat uns dieses Parkticket gegeben. Und sie meinte eine Stunde. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben Zeit denn bis 14.30 Uhr. 14.30 Uhr muss Nick das Auto wieder umparken. Auf jeden Fall haben wir das Auto geparkt, Gott sei Dank. Und dann müssen wir ins Krankenhaus. Ich kann nicht laufen. Ich konnte einfach nicht mehr laufen. Ich bin 2 Schritte gegangen, dann musste ich stoppen, weil die Wehen waren so intensiv.
Ich habe nicht mal 2 Schritte gemacht und ich musste wieder stoppen. Und dann stand ich da, hing so auf meinem Mann. Ich habe wieder gesungen. Ja, das hat mir total geholfen. Das hat mir irgendwie dieses Mal, das war so eine Erleichterung, oder ich habe die Wehen dann viel besser verkraften können, indem ich einfach dieses Ha, und dann war ich laut, ne? Aber das war mir sowas egal. Ich weiß nicht, ob die Leute geguckt haben, ich weiß es nicht. Ich habe alles ausgeblendet. Es war mir dann völlig egal, was die Leute denken. Irgendwie haben wir doch in die Halle geschafft und dann war da bei der Anmeldung die Dame, hat dann im Kreißsaal angerufen. Dann kam die Hebamme runter und das war irgendwie, ich glaube, 2. Etage musste ich hoch und dann sagt sie zu mir, möchten Sie Aufzug nutzen oder wollen Sie die Treppe hochlaufen? Ah, ich habe gedacht, spinnst du? Welche Treppe? Ich kann kaum laufen. Ich habe gedacht, die kommt jetzt mit dem Rollstuhl, ja, dass ich irgendwie mich hinsetzen kann. Nee, sie kam einfach so und fragt mich noch, ob ich die Treppe laufen kann. Ich so, ah, das geht nicht. Ich so, nein. Sie waren aber total in Liebe und das war eine sehr süße Hebamme. Aber am Anfang, ich habe gedacht, die spinnt doch wohl oder ihr hört das nicht richtig. Dann kommen wir ins Zimmer. Das war auch zum Glück frei und vorbereitet. Kommen wir ins Kreißsaal, in dieses Zimmer. Dann fragt sie mich, ob wir erstmal CTG schreiben sollen oder soll sie mich erstmal untersuchen. Und ich so, ich will jetzt keine halbe Stunde CTG. Untersuchen Sie mich. Ich weiß nicht, was los ist. Gefühlt werde ich jetzt das Kind zur Welt bringen. Und ich konnte, also wirklich, ich konnte keinen Schritt mehr weitermachen. Ich konnte es nicht. Also diese Liegefläche und dieser Liegestuhl, der war quasi 2-3 Schritte vor der Tür entfernt. Ich konnte einfach nicht. Ich habe die 2 Schritte gemacht und dann bin ich auf die Knie. Und dort bin ich geblieben. Ich konnte mich nicht bewegen. Also ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Und so hing ich an diesem Stuhl, ja, auf den Knien. Und das war ähnliche Position wie auf dem PC-Ball. Nur musste mich auf den Stuhl hängen lassen. Also habe ich mich drauf gehängt. Dann hat sie mich untersucht und sagt, 8 cm. Ich so, okay, 8 cm ist schon mal gut. Weil das war die größte Angst für mich, ja. Das war bei der ersten Geburt. Ich hatte diese Wehen. Das war so schmerzhaft. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Ich habe geatmet. Ich habe gemacht und getan. Und dann sind wir in die Klinik gekommen und die haben gesagt, 2 cm. Und das war richtig schlimm. Und das war echt etwas, wo ich hatte Angst davor, ja. Weil das hat ewig gedauert bei dem ersten Mal. Dann 8 cm. Ich habe gedacht, okay, das ist schon mal ganz gut. Ich bin wirklich nah. Ja, und das war die beste Position, muss ich schon ehrlich zugeben. Das war die beste Position für mich. Ich fand das super. Also wenn ich noch ein Kind zur Welt bringe, dann nur in diese Position. Vierfüßlerstand quasi und nicht auf diese Liege. Man sagt ja auch, ne, dass die Schwerkraftkräfte mithelfen. Ja, das Kind geht einfach schneller raus. Und das war wirklich so bei mir. Also dann hatte ich noch ein bisschen Wehen. Die haben doch versucht, mir CTG zu schreiben, diese CTG ans Bauch zu bringen. Das weiß ich nicht mehr alles. Also da war ich irgendwie schon, ich konnte mich nicht mehr auf das alles konzentrieren. Ich hatte natürlich keine PDA, beim ersten Mal auch nicht. Das war dann schon irgendwie auch zu spät, ja, für sowas. Ich habe gedacht, das muss einfach schnell gehen. Ich will diesen Schmerz nicht mehr haben. Das Krasse ist, man vergisst das ja beim ersten Mal. Man hat es und nach bestimmter Zeit vergisst man diese Schmerzen. Und wenn die Wehen wieder kommen, beim zweiten Mal denkst du, oh ja, das war das. Das waren diese Schmerzen. Das war so übel schlecht. Und der Nick, der saß da irgendwie und die war neben mir, ja, und nicht da irgendwie auf dem Boden eigentlich. Die war neben mir und der Nick saß ein bisschen weiter weg und dann meinte er, ja, ich muss jetzt Auto umparken. Ich so, okay, geh mal Auto umparken. Dann geht er runter, Auto umparken, und das war 14.30 Uhr, weil er dachte, oder kurz vor 14.30 Uhr, weil er dachte, dass es unser Parkticket ist bis 14.30 Uhr, wir müssen jetzt Auto parken. Dann kommt er zurück und sagt, ah, weißt du was, wir hatten noch Zeit, auf dem Ticket stand 14.53 Uhr, wir hatten noch Zeit eigentlich, aber ist nicht schlecht, ich habe jetzt umgeparkt und jetzt bin ich da. Und in 10 Minuten kam Andreas. Und er kam um 14.53 Uhr. Genauso wie dieses Parkticket. Das war 14.53 Uhr. Deswegen haben wir dieses Parkticket aufbewahrt. Weil das war irgendwie total krasser Zufall, ja? Schaut euch mal das an.
14.53 Uhr, 18.12.2018. Das war echt, das war ein krasser Zufall. Wir haben das auch nicht so gleich feststellen können. Also der meinte auch, ja, ach, das Parkticket, das war ja eigentlich. Und dann haben wir auf die Uhrzeit geguckt. Geburtsuhrzeit 14.53 Uhr. Parkticket war auch 14.53 Uhr. Also diese Dame, vielen Dank an diese Dame, die uns diese Parkticket gegeben hat. Das war echt lieb von ihr und das war eine Rettung. Und das Krasse war, dass ihre Zeit war genau 14.53 Uhr. Das war echt ein Zeichen. Ja? Das war ein Zeichen. Und ich muss sagen, also die Geburt war blitzschnell, ja, so gesehen, wir waren um 13.30 Uhr, um 13:30 waren wir im Kreißsaal und um, also quasi 2:50 ist Andreas auf die Welt gekommen, also es, ja, 1,5 Stunden quasi. Das war schnell, das war sehr intensiv, also, und das Ganze hat auch nicht mal 5 Stunden gedauert, ja, morgens, wo es angefangen hat, bis zu seiner Geburt, das war super schnell. Zweite Geburt war super in der Position. Also ich hatte gefühlt nur 3 Presswehen. Das waren nur 3 Presswehen, mehr nicht, wenn überhaupt. Oder 2 sogar, ich weiß es nicht. Das Krasse war, ich habe gedacht, was passiert? Das Kind wird da dann runterfallen. Was passiert? Da wird er sich verletzen können. Oder, also da hatte ich mich noch solche Gedanken gemacht. Aber natürlich haben die Hebammen ihn irgendwie, ich weiß es nicht, eigentlich nicht. Weil die Hebamme hat mir gesagt, heben Sie das Kind auf, heben Sie das Kind auf. Weil er lag dann so auf dem Boden. Und ich weiß das nicht, wie er rausgekommen ist, ob sie ihn gestützt haben oder nicht. Auf jeden Fall lag er dann auf dem Boden. Und ich so, heben Sie das Kind auf. Und ich so, oh Gott, ich war total hyperventilieren. Vor allem, war das total schnell. Der Nick, mein Mann war sowieso schockiert. Also wie, der kam jetzt gerade zurück, ne? Nachdem er sein Auto umgepaart hat. Und dann war die Geburt da. Zum Glück haben wir gedacht, das Parkticket bis halb ging. Hätte er wirklich auf die Uhrzeit geguckt von diesem Parkticket und wirklich zu diesem Zeitpunkt hingegangen, um Auto umzuparken, hätte er die Geburt von Andreas verpasst. Ja? Deswegen war das schon krass. Also das war ein totaler Zufall. Und er ist zurückgekommen und innerhalb von ein paar Minuten war der Andreas da. Und ich muss sagen, das war die beste Position an diejenigen, die sich überlegen, in welcher Position und in welcher Pose sie die Kinder auf die Welt bringen. Für mich war das die beste Position. Und ich hatte keine PDA. Ich hatte auch beim ersten Mal keine PDA. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich weiß, wie der Schmerz ist. Sehr intensiv, sehr krass. Man denkt, man vergisst es nie, aber man vergisst es trotzdem. Ja, und das ist, glaube ich, die Natur. Die Natur hat es uns so ausgedacht, dass man irgendwie Lust hat, weitere Kinder zur Welt zu bringen. Sonst wäre es nicht möglich, ja. Nach diesen Schmerzen, die man da empfindet. Ich habe es wieder vergessen. Ich weiß, dass es sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber wie genau das sich anfühlt, weiß ich nicht mehr. Zum Glück, ja. Auf jeden Fall war das die Geschichte von der Geburt von Andreas. Der war total verknautscht. Der war total rot, der hat riesen Nase gehabt, also der sieht jetzt ganz anders aus und wir freuen uns sehr auf seinen Geburtstag. Jetzt ist er 2, unglaublich und die Zeit rennt und wir werden jetzt sehr schön feiern im Kreis der Familie und wir werden mit ihm seinen Ehrentag feiern. Ich bin übrigens wieder zurück mit den Vlogs. Das war eine sehr intensive Woche, die letzte Woche, wo die Kindergärten zu waren. Wir mussten parallel arbeiten. Und natürlich waren die Arbeitsstunden in den Zeiten, wo die Kinder geschlafen haben, abends oder mal mittags oder weiß was ich. Deswegen war das einfach nicht mehr möglich mit den Vlogs. Aber bis zu Weihnachten versuche ich jeden Tag einen Vlog zu machen. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!